bei 300 anbelangt. Ich muss hier bei dem Spiel echt mit Karte arbeiten, sonst verpasse ich viel zu viele Dokumente. Die sind halt wichtig. So, nochmal ein bisschen Holz sammeln. Arbeitssiedlung. Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. Aha. Da wurde also die Regierung bestochen, dass sie die Schnauze hält, und die Regierung hat das Geld genommen und gesagt, ja, profitiere mich, ich bin deine Unmöglich. Bitch. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. So, dann mache ich nochmal ein paar Pfeile, dann kann ich nochmal ein bisschen Dingsbums herstellen. Bevor ich jetzt, wie gesagt, Überlebensverstecke, möchte ich natürlich so viel wie möglich erstmal mitnehmen. Bevor ich jetzt großartig anfange und mit der Story weitermache, liegt einfach in meiner Natur. Da unten ist ein Überlebensversteck. Okay, da drüben ist auch noch was. Einfach alles mitnehmen. Ich bin ja Forscherin, ich darf das. Okay, da ist ein Überlebensversteck. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Ah, hier. Okay. Das geht ja noch. Ich muss ja sagen, ich bin ja von Eierlikörnig so ein Freund von. Wenn ich den Dingsbums, den Titel des Kaimans nicht hätte. Oh, ein Relikt. Das hole ich mir auf jeden Fall. Die Frage ist, komme ich davon hier dran oder muss ich da... Ja, ich komme da dran, okay. Wenn ich den, wie gesagt, den Atem des Kaimans nicht hätte. So, wo kann ich mir denn die Relikte anschauen? Was habe ich denn neu? Geheimnis der Weißen Königin, das hatten wir beim letzten Mal schon. Dieser Dolch. Nee, Laras Notebook. Antike der Inka. Lama-Figur. Hatten wir auch schon. Das sind diese Dinger. Unbekannte Expedition. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Sextant. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Herr. Gemeinschaft in Not. Eroberer. War das das? Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Interessant. Ja, das war's, glaube ich. Fähigkeiten? Ja, gut. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Wandgemälde? Ist das wirklich da unten? Alles klar, versuche ich das mal irgendwie hinzukriegen. So, Lara. Tief Luft holen. Alter, wie mies versteckt. Diese strahlend goldene Scheibe ist natürlich unter Wasser. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht.
Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte, so. So, ich glaube nicht, dass ich die Schatztruhe schon öffnen kann. Hier gibt es noch ein Überlebensversteck. Da möchte ich natürlich noch hin. Wie gesagt, ich suche das jetzt nicht alles speziell ab. Das, was ich so durch Zufall so auf der Karte finde, wäre super. Wenn ich halt was auf der Karte finde, dann kann ich es auch natürlich mitnehmen. Und von daher bin ich da, was das angeht, relativ entspannt. Aber jetzt großartig, der Sucher auf allem so direkt 100% muss nicht sein. Nee, nach oben, Lara, sonst ertrinkst du. Danke. War klar, dass hier noch was ist. Zumal ich hier sowieso noch mal mit dem Gewehr hin muss. Zählt ihr schon weg. Kommt an, geht. Kommt man sich echt vor wie eine Prostituierte. Ja gut, komm, lassen wir es mal gut sein. Wird ja... Gibt es hier noch... Ey, gibt es noch so viel? Warum habe ich denn schon so viel entdeckt? Hier gibt es noch ein Überlebensversteck. So, 4 von 5 Ölfässer. Bums gemacht und unten ist er. Das ist schön. Jetzt muss ich nur noch eins finden. Hallo Ase. Tschüss Ase. Sorry. So, das habe ich. Hier muss ich schnell sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, dann mach nur mal ein paar Pfeilchen. Dann kannst du wieder was tragen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zum Markt und tue meine Ressourcen, die ich so sammle, ein bisschen halbieren. Ich könnte versuchen mit der Pistole vielleicht. Und ich darf nicht vergessen, mit dem Marco noch zu sprechen. Ist natürlich total unfair, ich mit einer fetten Wumme. So. Hier gibt es noch ein Dokument. Da komme ich aber so nicht rein. 4 von 5 Totems zerstört. Ich gucke mal, ob ich irgendwo noch Totems finde. Hallo, ich würde gerne... So, wo finde ich denn noch Totems? Ach komm, ich habe es angeknuspert, die Quest. Also von daher... Ja, ich weiß, dass da ein Herausforderungsgrab ist. Wollen wir das machen oder wollen wir das lassen? Das ist jetzt eure Sache. Das könnt ihr jetzt entscheiden, ob wir das direkt machen oder ob wir das später machen wollen. Währenddessen gucke ich nochmal, ob ich hier noch irgendwo ein paar Sachen finde, wie zum Beispiel... Totems, die hier in der Luft hängen, aber ich glaube, die sind gar nicht so einfach zu finden. Gut, dann mache ich das Grab doch gleich. Dann haben wir es hinter uns. Wenn möglich, natürlich würde ich gerne noch die Totems alle finden. Ja, das geht. Ich finde, es geht eigentlich mit den Totems. Ne? Wenn es jetzt so 10, 15 wären, dann wäre es vielleicht schon viel. Ich kann nicht mehr tragen. Aber 5 Stück zu finden, ist ganz gut. Mm.
Weißt du was? Das machen wir ein andermal. Die Gräber. Liegt einfach da dran, da ich ja bei diesem Teil schon so ein Seilaufwerkzeug brauche. Das bedeutet, ich muss hier sowieso später nochmal hin, dann mache ich das doch dann, wenn ich es dann brauche. Dann habe ich wenigstens noch einen Grund zurückzugehen. Und gucken dann. Wir haben 4 von 5 von diesen Dingern. Ist die Frage, finde ich hier noch eins? Finde ich hier keins mehr? Ich weiß es nicht ganz. Ob ich hier im Dschungel noch eins finde oder ob ich dafür... Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles wunderbar. Alles schön. Alles toll. So, gibt es hier noch irgendwas? Da komme ich nicht hin. Den kann ich noch nicht lesen. Ei, weißt du was? Die kann ich noch nicht öffnen. Dann gehe ich einfach mal weiter geradeaus zum Händler und mache mit der Story weiter. Wir müssen hier sowieso nochmal zurück, wenn wir bessere Ausrüstung haben. Von daher ist die Frage, möchte ich auf Jagd gehen? Ich sehe jetzt leider... Jagen. Erledigen Sie und häuten Sie Tiere, um Ressourcen zur Herstellung für Ausrüstung zu bekommen. Ist zwar ganz nett, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt keinen Grund dazu. Super, haben wir auch gemacht. Ja, wunderbar. Wo geht's hier lang? Ich kann nicht mehr tragen. Weißt du was? Geht's doch bestimmt irgendwo weiter. Oder sehe ich hier irgendwo einen Eingang? Nö. Echt? Hier ist nur... Ah! Ah! Lass mich raten, wir kommen da bestimmt von oben irgendwo. Die Geräusche sind gruselig. Wie, ich hab... Oh, shit. Ich hab genug. Ich muss mal wieder mein Inventar etwas leeren. Dann mach ich erstmal... Gehe ich erst nochmal in den Markt. Da vorne ist ja noch ein Lagerfeuerchen. Und dann gucken wir mal. Wir müssen sowieso noch... Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn? 2. Ja, 2 kann man mal gucken. Schlauer Fuchs, schaltet die nächsten Waffen-Upgrade-Stufe rein. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. So, Inventar, Upgrade verfügbar, Bogen, immer, immer. Super, der Bogen ist fertig. Die habe ich mir gekauft, die kann ich auch nicht upgraden. Dann nehme ich die mal. Hier 2 Upgrades, ja, weil wir es können. Komm, hier machen wir es auch, was wir haben, Hammer. Super. Dann gehe ich doch nochmal zurück und hol mir diese... wie heißt... Diese Kiste. Das geht ja relativ schnell. Und dann gehe ich nochmal in den Markt, tu nochmal so Sachen wie Holz und so ein Kram, was ich halt echt übrig habe, verkaufen. Dass wir ein bisschen Platz für neue Ressourcen haben und somit auch ein bisschen Kohle kriegen. Weil ich glaube, später brauchen wir ein bisschen Money in the Bank. Dass wir uns einen Dietrich oder sowas kaufen können. Irgendwas, um einen Schatzbrunnen zu öffnen. So, jetzt können wir natürlich Holz... Das ist schön. Ich finde es nur auf der eine Sache finde ich ein bisschen schade, dass man nicht sieht, wie viel man von dem ganzen Kram tragen kann. Man sieht, wenn etwas leer ist, ist es rot unten links im Inventar. Wenn etwas voll ist, ist es grün. Aber man sieht nicht, wie viel man noch tragen kann. Das bedeutet, es musst du halt wissen. Finde ich ein bisschen schade, Jonah, dass... Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja,
Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Ja, das kennen wir schon. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Hallo. Gefällt dir irgendwas? Ich bin gleich da, Lara. Alles klar. Was haben wir denn hier? Was haben wir? 7-Meilen-Gurt. 3200. Nee. Da verkaufe ich alles. Ja, können wir auch alles verkaufen. Stoff. Verkaufe ich mal 8 Stück. So macht man Geschäfte. Davon verkaufe ich mal 13. Federn haben wir eigentlich auch genug. Ja, verkaufe ich mal die Hälfte von. Ausgezeichnete Wahl. Ja, ich glaube, die Hälfte ist immer ganz gut. Mal alles mal so halbieren. Ausgezeichnete Wahl. So, Pilze natürlich auch so 12 Stück. Viel Spaß. Felle. Ausgezeichnete Wahl. Ja, der Rest bleibt, weil ich habe so das Gefühl, dass das doch sehr teuer ist. Kann ich hier irgendwas kaufen? Irgendwas, was interessant ist? Eigentlich müsste ich mir mal einfach kommen, die Waffen kaufen wir mal. Eine Waffe kaufen wir uns. Es war nett, mit dir zu handeln. Ein bisschen Kohle haben wir. Bevor ich aber jetzt weitermache, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich muss noch mit Marco sprechen. Ihm sagen, dass wir seinen Bruder beschützt haben. Und, jo. Dann kriegen wir, glaube ich, noch irgendwas Besonderes. Und wenn es nur ein paar XP sind. Ja. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater, ein 15-Jähriger, stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Tja. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Okay. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Super. Neue Ausrüstung erhalten. Durchschlagskräftige Pistole, die enorm Schaden... Oh, da gehe ich natürlich jetzt erst nochmal hin. Und ein Fähigkeitspunkt. Oh, super. So, will ich mal gucken. Fähigkeitspunkt 1. Kann ich irgendwas verbessern vielleicht? Nee, das meiste verbraucht 2. Fall des Fuchses. Wirklich... Eigentlich wäre das cool. Ich glaube zwar nicht, dass wir das großartig brauchen, aber komm, warum nicht? Oh, Flussfalke. Oh, die ist gut. Die ist von der vom Damage her nicht ganz so. Ich glaube, KH Cup und Flussfalke sind, glaube ich, relativ gleich. So, das ist vom Schaden her vielleicht nicht gut. Ja, in der Präzision. Das brauche ich gar nicht erst anfangen. Weil das andere ist sowieso schon komplett geupgradet. Ja, super. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Ich habe leider keine Bögen. Das ist schade. Na gut, dann machen wir jetzt mal mit der Story weiter. Will ich mit der Story weitermachen? Soll ich mit der Story weitermachen? Darf ich mit der Story weitermachen? Ja doch, komm, machen wir mal mit der Story weiter. Wir haben uns einigermaßen gut umgeguckt. Hier muss ich sowieso nochmal hin. Wenn ich ein paar... Wenn ich ein paar mehr Sachen besitze. Wer hat denn hier so geschrien? Hier war ich schon drin, ne? Ja. Eine Mülltonne als Heizung. Ist cool. Vielleicht ein bisschen gefährlich.
Aber ich muss sagen, doch, ist eine coole Idee. Jetzt fang bitte nicht nochmal an zu quatschen, Lara. Danke, ich will hier einfach nur noch rein. Super. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint. Bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. So wie zum Thema nichts kaputt machen. Schön, dass das direkt aufgeht, aus welchen Gründen auch immer. Gefunden. Oh, geil, da will ich hin. Oh. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Alles klar, ja. Drücken Sie A, um zu springen und drücken Sie B, um einzutauchen. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Überlebensinstinkte. Ja, super. Gleich mal alles mitnehmen, was geht. Ich habe ja von allem wieder was verkauft. Das bedeutet, ich kann wieder sammeln. Ich hätte vielleicht jetzt doch lieber das andere Outfit anziehen sollen. Ja, komm, passt schon. Na, komm schon. So, das darf man natürlich nicht vergessen. Wir brauchen die Kohle. Außenposten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Alles klar. Wir können also deren Funk mithören. Ihr seid Fische? Normale Fische? Ja, super. So, dann mal hier durch. Oh, das wird ein Spaß. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. So, Das ist schlecht. Rotmarkierte Feinde sind für andere sichtbar. Gelbe sind isoliert. Gut. Ist die Frage, wie komme ich...
Zentrale Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Sie sind 5 Meilen flussabwärts. Signal ist stark. Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Out. Das wird ein bisschen schwierig. Was gehört nicht hierher? Ich sehe mir das jetzt. Ich hab sie gefunden! Ich komme! Nein! Oh, das ist doch doof! Hallo, ich bin im Wasser. Da dürfte normalerweise nicht so viel sein. Na, ich bin doch... Man kann es auch übertreiben. Oh, scheiße. Ach, shit. Bin ich gut, was das angeht. Okay. Den nehme ich mit. So, dann ist der schon mal hinüber. Wunderbar. Was war das? Och, ist doch doof. Ach Mist. Ist doch scheiße, dass sie mich... Ja, natürlich. Glitch, glitch. Und du bist gleich dran. Meine Güte. Weißt du, wenn du es intelligent und schön machen willst, dann... Pff. Aber wehe, du machst es... Dann... Ja. Aber die Rambo-Methode, die funktioniert halt auch. Sausäcke. So. Will natürlich jetzt noch alles mitnehmen, was ich kann. Ich liebe einfach Pfeil und Bogen. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Skyrim. Ach ja, unsere Hinolein. Ah nee, ich habe ja das O vergessen. Unsere Hinlein. Müssen wir auch nochmal streamen. Ich guck gleich mal, wie lange wir mit Tomb Raider schon da sind. Dann mache ich mal ein 15-minütiges Päuschen. Und vielleicht kann ich da so ein kleines Aufnahmepäuschen. Und dementsprechend würde ich dann auch mal ein anderes Spiel spielen. Aber ich habe gerade so Bock drauf. Ah, ich muss mich eigentlich... Jetzt müsste ich eigentlich mal ein paar Schattendoppelgänge erschaffen. Kakebushi in Nojutsu! Ja, ich habe gestern Naruto geguckt. Ich kann ihn nicht looten! Oder sind lautlos getötete Feinde schon gelootet? So, ich gucke mir jetzt hier nochmal in Ruhe um. Hier gibt es noch... Hier gibt es noch was. Habe ich da hinten was gesehen? Oder hat mich mein Auge getäuscht? Nee, das war irgendein anderer Effekt. Na gut, ich dachte, ich hätte da hinten noch irgendwas gesehen. Ja. So pierst man übrigens Ohren mit einem Pfeil. Und wenn der Bogenschütze halt nicht richtig trifft, dann kann es schon mal nach hinten losgehen. Gibt es hier noch irgendwelche Dokumente? Das sieht doch... Ja, ich wusste's. Endzeit. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen.
Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. So, das sind erstmal natürlich noble Ziele. Die Frage ist, wer sind wir Menschen, das zu entscheiden, dass wir diejenigen sind, die das... Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?